Die Hopferwieser und Steinmeier GmbH aus Amstetten, einer der führenden Haustechnikbetriebe des Landes, feierte die Übersiedlung in ihr neues Betriebsgebäude sowie das 150-Jahr-Jubiläum. Prinzipiell wollten wir die Feier ja schon letztes Jahr machen, also 150 Jahre wäre ja 2020 gewesen, aber Corona-bedingt wurde es leider abgesagt und es war einige Wochen sehr viel Arbeit und Organisation, dass alles zustande kommt. Es funktioniert wirklich gut und es ist fast kitschig, so wie es hier funktioniert. Qualität aus Motivation lautet das Firmenmotto. Doch nicht nur das macht den Erfolg des Unternehmens aus. Dass wir vielleicht ein bisschen entspannter sind, ist ein bisschen ruhiger angehen und ja, alles irgendwie mit mehr Gaudi machen. Ja. So wie heute das Fest. Ne? Dass alle ja langjährig bei uns sind, haben wir auch gestern geehrt zum Beispiel. Ja, dass wir einfach zusammenhalten, dass wir sind alle bei du, wir sind alle auf Augenhöhe, wir sind Freunde. 100% gehört dazu das Miteinander. Ohne dem funktioniert es nicht und das geht bei uns eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Zumindest die letzten 30, 40 Jahre, wo ich dabei bin. Was die Arbeitszeiten anbelangt, ist das Unternehmen sehr vorbildlich. Was noch ein großer Pluspunkt ist bei uns, dass wir von Montag bis Donnerstag arbeiten. Wir haben sozusagen Freitag, Samstag, Sonntag frei. Das heißt, die klassische 4-Tage-Woche, wenn man auswärts unterwegs ist, die ist, glaube ich, für viele auch ein großes Plus. Ja. Nach dem spannenden Bühnenprogramm wurden Gäste mit regionalen Schmankerln versorgt. Während der Feier wurde eine Führung durch das neue Firmengebäude angeboten. Auch in die topmoderne Lehrwerkstätte mit Anschauungsmodellen typischer Sanitärobjekte durfte man einen Blick werfen. Also ich bin wahnsinnig stolz auf solche traditionsreiche Unternehmen. 150 Jahre, wenn man das feiern kann und darf. Und man hat eine gewisse Verantwortung auch, die man trägt. Und ich bin stolz, wenn sich Betriebe weiterentwickeln. Da haben wir sichere Arbeitsplätze, die fühlen sich dann hier wohl und lassen auch das Geld in der Region und die regionale Wertschöpfung ist gegeben. Und es freut mich ganz besonders, dass Herr Hopferwieser Steinmeier bei uns Partner der Gemeinde ist. Und ich wünsche dem Unternehmen ganz viel Glück, vor allem was die Gesundheit anlangt, dass sie die Mitarbeiter nicht auf den Baustellen verletzen, dass alle sehr motiviert in die Zukunft gehen und dass sich das Unternehmen sehr, sehr positiv weiterentwickelt. Ich wünsche der Familie, der Unternehmerfamilie Steinmeier zu dem wirklich schönen Firmenjubiläum alles Gute. Es ist für mich immer eine Bestätigung, dass über Jahre, Jahrzehnte hier unternehmerisch gearbeitet wird und so viel Gutes geleistet wird für die Region. Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, auch eine Chance für die Jugend. Und das alles sind gute Gründe zum Feiern. Happy Birthday, Hopferwieser und Steinmeier. Alles Gute. Die Wertschätzung der langjährigen Partner und Wegbegleiter ist das beste Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, dass die Motivation aus der Qualität und aus der Mitarbeiterführung herauskommt. So wie ich das bis jetzt erlebt habe, ist das ein Zusammenhalt im Team, den man selten wo sieht. Es ist eine unglaubliche Begeisterung zu spüren und sie haben ein Glänzen in die Augen, wenn sie über die Firma sprechen. Vor allem die Mitarbeiter, die 35 Jahre dabei sind. Also das findest du nicht sehr oft in so einer großen Firma. Ich würde Ihnen auf jeden Fall nur mehr 150 Jahre auf jeden Fall wünschen und Erfolg. Und was noch ganz wichtig ist für das gesamte Team, Gesundheit, dass sie wirklich tatkräftig und engagiert in die Zukunft blicken. Und dann werden die 150 Jahre kein Problem sein für die Nächsten. Und man sieht auch, es ist prosperierend, es ist rein vom Gebäude her ein sehr aktives Unternehmen. Die Mitarbeiter sind motiviert und das soll auch so bleiben. Ich wünsche grundsätzlich dem Radinger Bernd und dem Steinmeier Peter alles Gute mit diesem Gebäude. Und hoffe, dass sie auch dadurch ihre Qualität nach außen hin präsentieren können. Ja, auf alle Fälle dem Peter und dem Bernd alles Gute in der weiteren Zukunft. Ich meine, sie leisten professionelle Arbeiten und man kann sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten und das immer auf eine sehr faire Basis und das ist einfach das, was das Unternehmen auszeichnet. Danke Peter, danke Bernd, ihr seid einfach die Geilsten. Auf weitere 150 Jahre Hopferwieser und Steinmeier.